Es war eigentlich von Anfang an ein schönes Leben hier. Ist dann halt so gekommen, dass wir dann hier gebaut haben? Wo eben halt auch alles stimmt irgendwie. Jeder versteht sich mit den Nachbarn. Die Erfüllung des Lebens hier, dieser Betrieb sozusagen. Dass wir wirklich unseren Lebensabend bis zum Rentenalter hier bestreiten können. So war unser Plan und unser Ziel. Wir fanden das eigentlich gar nicht schlimm. Wir dachten, naja, das ist ja eine Sache, die irgendwo auch sehr umweltfreundlich ist. Und dann haben wir uns gesagt, 2 bis 4 Kilometer, da können wir mit leben. Ja. Ist okay. So war eigentlich unser Plan. Darum, mit dem Hintergedanken haben wir diesen Betrieb gepachtet. Und da habe ich einfach immer darauf vertraut, ich gehe wählen und die Menschen, die dort sitzen und das Mandat für mich wahrnehmen, die arbeiten verantwortungsvoll und informieren sich. Aber ich merke, das funktioniert nicht. Windkraftausbau ist ja kein Selbstzweck und die erneuerbaren Energien auch nicht, sondern es geht darum, dass wir unsere Energieversorgung verändern. Und wir machen das, weil wir den Klimawandel haben. Wenn man keinerlei Rücksicht nimmt auf Abstandsregelungen zu Ortschaften, wenn man keinerlei Rücksicht nimmt auf Waldbestände, auf Kulturlandschaften oder was auch immer, da kann man sich vorstellen, dass dieses Land jeglichen Reiz, landschaftlichen Reiz verlieren wird und zu einer großflächigen Industriefläche wird. Es geht um die Art und Weise, wie dieses Ziel umgesetzt wird. Und jetzt sitzen wir mitten im Lärmzentrum. In ein paar Jahren werden wir hier wegziehen. Entfremdungserfahrung. Ich nenne das mal ganz deutlich so: Perversion.